Hallo meine Freunde, willkommen zurück zu Arctic Anxiety, dem nicht Singleplayer, One-Man-Projekt im Solo-Survival von Steam. Okay, das war jetzt kein intelligenter Satz, aber wurscht. Wir werden auf jeden Fall hier mal schauen, dass wir jetzt überleben. Wir haben beim letzten Mal haben wir sich eigentlich nur alles zusammentragen, die Baseboard. Es ist noch Nacht. Der Part ist die Fortsetzung zum vorherigen. Was war das jetzt? Was war das jetzt? Okay, ich glaube, wenn ich zwei ins Wasser gehe, dann wirft es mich. Ha, Fisch. Kannst du unserem Feuer immer anzünden, lang brennen lassen. Das Holz ist zwar rarer etwas, aber glaubt's mal, ohne dem Holz, ohne dem Feuer wird das nichts. Vor allem wird er auch verrückt, wie ihr rechts unten seht. Nass sind wir auch. Ja, das liegt am Regen. Ich zeige euch jetzt schön, wie man isst. Ihr nehmt den Fisch, unpack, habt so ein Filet, zahlt es da rein. Und dann drückt es drauf und legt es ins Feuer. Da steht jetzt Raw Fish Meat. Wenn es zu lang liegen lässt, dann verbrennt es. Also nicht zu lang heizen. Wir könnten schauen, ob wir irgendwie den Regen da jetzt hin vorbeibringen, indem wir schlafen gehen. Aber erst wenn das fertig ist. Na komm, koch dich. Dann werden wir probieren, einmal die ganzen Kisten durchsuchen. Werden am. Ah, jetzt Fisch. Cooked Fish Meat. Haben wir eh. Zwei sogar. So. Mit drei nehmen, mit E essen. Und nicht zu viel essen, weil es bringt gerade eh gar nichts eigentlich. So. Gut, dann werden wir schauen. Y, Sleep. Jawohl, jetzt können wir eine Weile schlafen. Wir brauchen noch 4 Stunden Feuer. Wir haben nur mehr eine. Können wir da mal nachfüllen? Brauche eigentlich so eine ganze Palette für Armor. Jetzt haben wir 2 Stunden Feuer. Y, Start Sleep. Das ist schon beschleunigt jetzt, das Schlafen. Und ihr seht, die Zeit geht trotzdem nicht schnell. Aber ungefähr um 4 wird es hell. Dann werden wir auch wieder aufstehen. Ich will das gar nicht zu voll machen, weil Stop Sleep. Feuer ist aus, sehr gut. Der Regen hat aber aufgehört. So, dann haben wir das Campfire wieder rein. Zünden wir an. Dass es noch ein bisschen wärmer wird. Ja, wird schon. Wird schon hell. So, trinken haben wir ja hier. Deswegen haben wir ja die Base hier gebaut. Ihr seht, wenn sie zu lang trinkt, dann wird euch kalt, weil das eisiges Wasser ist. Und oben seht ihr auch, dann geht das, der Magen ist voll zu hoch. Sollte man nicht zu viel trinken, so das reicht. So, jetzt ist mal kalt, jetzt gehen wir wieder aufwärmen. Es ist halt am Anfang ein bisschen so ein Hin und Her, Hin und Her, Hin und Her. So, jetzt schauen wir mal da rein, wenn wir schon da rumstehen. Was haben wir denn hier tolles? Rack. Das haben wir jetzt eh schon offen alles. Was ist hier noch? Dann können wir eigentlich schon wieder Kisten suchen gehen. Ah. Eine Fischdose. Man kann die übrigens auch jetzt zerreißen, die Box. Da liegen die ganzen Items einfach rum. Ist aber nicht wirklich sinnvoll. Muss ich ehrlich sagen. Ah, muss man zuerst mal rüberziehen. Gehen wir daher. Was haben wir hier noch? Da ist noch einer. Ihr dürft auch nicht zu viel tragen, da geht euch die Ausdauer, die Kraft hier so schnell weg. Wenn man rennt oder ein Heavy Weight trägt. Den nehme ich mit, den brauche ich dann nämlich. Ziemlich viel sogar. Das weiß ich noch von
letztens. Die habe ich für irgendwas, habe ich die braucht. Ich glaube, das war der Rucksack. Den ich jetzt aber eigentlich eh nicht machen kann. Dass die auch wirklich mehr Platz haben. Da ist auch nichts drin. Da ist Essen noch drin. So, hier. Ich meine, manchmal fragt man sich eigentlich, warum in dem Spiel habe ich mich schon gefragt, warum ist der Flieger, war anscheinend ein kleiner Personenflieger, wieso fliegt er über der Arktis spazieren? Gibt es da irgendwas Tolles, wo man drüber fliegt, wenn man von, weiß nicht, A nach B will? Wo kreuzt man die Arktis? Man, vielleicht gibt es da eine tolle Erklärung dafür, die was ich nicht überreiß. Und zweitens mal, wo kommen die ganzen Sachen daher, dass die Kisten, ich meine, ist da irgendwo, das ist so wie ein Raft. Das ist halt so ein ziemlich verschmutzter Ozean oder so, weil in Rev kommen ja auch ständig Sachen daher, da muss ja auch irgendwo was passiert sein, sonst wären da ja nicht so viele. Oh, was haben wir hier? Da ist noch einer. Kommen wir jetzt in die große Box da rein? Dann kann man das eigentlich, die eigentlich schon zerreiten. Ja, lassen wir noch. So, also das Feuer ist aus. Uns ist kalt, weil der Wind geht. Der Ball, ich weiß nicht, was ich mit dem genau machen soll. Aber wir haben die erste Nacht gut überstanden. Das heißt, wir brauchen... Oh, ein Kanister. Der gehört nass. Noch einer. Jetzt gehe ich wieder baden. Nicht ganz nass werden. Gut, das wirkt sich eh mehr auf die anderen Stats aus, wie die Ausdauer, weil sterben, wie wir gesehen haben, tut man ja nicht gleich. Ah, sehr gut. Das ist toll, hier gibt es einiges an Holz, aber ohne einen anderen angrößeren Rucksack wird das wieder so ein Gelaufe. Eieiei. Ich werde jetzt mal kurz die ganzen Dinger öffnen. Die Kisten, was da jetzt rumliegen, aber nicht gleich mitnehmen, weil ich weiß nicht mehr das Rezept für den Rucksack, für den größeren, damit man da ein bisschen mehr machen kann. Wäre echt praktisch, ich weiß es aber nicht mehr. Und ich muss jetzt irgendein Item finden, damit ich den bekomme. Ich finde es auch blöd, dass ich nicht trockne ohne Feuer, also gar nicht trockne, man. So ist ja auch nicht, dass ich durchs Rumrennen nicht auch irgendwie trocknen würde vielleicht. Ja, bei arktischen Temperaturen müsste ich sowieso schon tot sein wahrscheinlich jetzt, aber... Verdammt, wo ist da was? Gescheites. Mal her, wo habe ich denn die Palette jetzt hingegeben? Da. Packt man das mal aus, geschwind. Tollen 3% Bensinkanister. Ich habe 100.000 Pillen. Wo aber dann dabei steht, ist nutzlos. Kann ich euch schön zeigen dann. Wie man das macht, ihr könnt es mit Rechtsklick, Inspect, die Items ansehen. Und oben hast du dann eine Beschreibung dazu. Einfach zoomen. Ja, bringt. Ja, ist jetzt eigentlich ist hübsch gemacht, aber es ist nicht, bringt jetzt nicht unbedingt wirklich was. Nur der Spruch oben, dass man weiß, was man damit macht, der hat Sinn. Wieder was. Aufschneiden. Reinschauen. Nehmen wir mit. Den Container legen wir ab. Hat viele Nägel drin. So. Ich werde die Stoppuhr nicht eingeschalten. Also wenn ich wieder nicht, wie lang der Part ist. Dürfte aber ungefähr von der Partlänge ungefähr ein Tagzyklus sein, so eine halbe Stunde, kommt man vor. Man kann recht lang eigentlich rumlaufen, bevor es wirklich finster wird. Dafür ist die Nacht umso zacher. Dauert nämlich gefühlt genauso lang. Cold, need fire, ja, das sagt er mal ständig. Ich kann jetzt ständig beim Feuer bleiben. Schauen wir da rein. Komm schon, Lotterie, was Gutes, was Gutes. Nee. Die Barrels braucht man, ich sag dann, für das schwimmende etwas.
Bei dem Super Clue habe ich, glaube ich, 10 braucht. Ich weiß nicht mehr für was. Nehmen wir das mit? Nehmen wir das mal mit. Wie gesagt, ich bin ganz deppert auf das Holz, weil ich alles andere verbrennt so schnell. Und dann hat man wieder das Problem, dass man mit überhaupt nur friert die Nacht. Komm schon, da war irgendwo ein Backpack-Rezept. Irgendwas brauche ich dafür noch. I'm freezing. Ah, ich habe gerade so eine Idee. Könnte sein, dass ich das Rope brauche. Mal darüber. Ja, dann craften wir mal das Rope, wenn ich diese komischen Und das toter Fisch. Ja, nehmen wir mit. Brauche ich nicht fangen. Wenn er schon tot ist, spare ich mal die Hocken. Und gesagt, das wirkt jetzt irgendwie langweilig, das Rumrennen da, aber wenn du es selber spielst, das ist gar nicht so uninteressant, weil man wirklich die ganze Zeit Panik hat, dass man irgendwas nicht hat. Die Ressourcenknappheit haben sie irrsinnig gut dargestellt. Jetzt sind wir gleich wieder da. Weil man wirklich das Gefühl hat, man muss auf jedes einzelne drum aufpassen, damit da ja nicht irgendwas unnötig verhunzt, verholzt, verbrannt, zerrissen wird. Und jetzt habe ich keine Ausdauer mehr gleich. Zum auch anpacken. Essen habe ich jetzt sogar schon zu viel. Weiß ich schon wieder gar nicht, was ich mit dem ganzen Essen machen soll. Jetzt tun wir mal darüber. Da wäre interessant, ob man da gleich mal wieder was einfüllen kann. Brauchen sie in der Nacht. Ach Gott. Wir brauchen sie in der Nacht sowieso wieder. Ja. Ein bisschen weniger Holz wäre schon auch cool, wenn man da verbrauchen wird. So, jetzt holen wir sich das fürs Rope. Ich rede immer so lang. Ich merke sie selber auch. Sorry dafür. Nö. Nö. Ja. So, craften wir mal einen Rope. Ich glaube, ich brauche 5. Ja! Backpack Ricep. 5 solche, 10 Glue. Die sind das Problem. Ich brauche 5 Rope. Für die Rope brauche ich jetzt aber noch diese komischen Behälter da. Brauche ich noch 4 solche Behälter? Habe ich die irgendwo? Okay, eigentlich könnte man das nachher auch schauen. Wir müssen ja jetzt mal schauen, dass wir genug zum haben wieder für die Nacht dann. Kalt, Wind. Geh mal zu meinem ersten Ding zurück, zu meinem Life Raft. Na, da haben wir schon wieder Kisten. Eine. Kann ich in die andere Richtung mitnehmen? Ja, jetzt geben wir das Saft aus langsam. Unpacken wir das. Ja, das brauche ich zum Beispiel schon. Das auch. Wasserflasche ist auch cool. Ich sag, oh, schade um den Storage hier, aber was soll ich's? Hier rüben sie jetzt da die Base bauen, finde ich, ist halt einfach nicht lauernd, weil das einfach, man hat nichts davon. Ist so ziemlich gar nichts sogar. So. Nehmen wir auch mit rüber. Den Glue nehmen wir auch mit, damit das funktioniert. Das brauche ich alles nicht jetzt. Brauche ich auch nichts. Ja, ich lasse sie zweimal da stehen. Ich hole die mal später ab dann. Wenn es überhaupt notwendig ist. Das ist jetzt Temperatur, alles geht gerade voll in den Keller, weil es stürmisch geworden ist. Grab. Da höre ich ihn immer gerade.
Verlaufe ich mich noch. Hier ist aber gut zu fischen. Lieblingsspot. Den Ball nehme ich mir auch nochmal mit. Ich weiß nur noch nicht, was ich damit mache. So, öffnen wir das auch mal. Das können wir schon wieder brauchen. Da bräuchte ich jetzt noch zwei. Eins. Wenigstens zählt das, was rechts drin ist, nicht zum Inventar. Null. No space. Danke. Arschgeige. Ja, weiter. Vor allem, das stackt ja auf dem anderen Seil. Eigentlich. Nicht verraten, das Spiel weiß es anscheinend nicht. Und man geht nochmal hier. Hier. Na geh, komm. Hallo? Also die Kiste wackelt da. Und eins, sehr schön. Das Craft und gleich nochmal. Nein, habe ich es wieder rausgenommen. So, Craft. Das ist auch so ein schwimmendes Raft-Ding. So, jetzt schauen wir sich die noch durch, ob wir da noch irgendwas für die Rezepte haben. Wir haben den Glue. Nochmal Glue. Schon sechs Glue. Da geht's dahin. Aber ein paar Glue brauche ich noch. Der Glue ist immer dann die Mangelware. Wir können schon wieder los. Bin aber auch sehr schwer, sehe ich. Das ist für die Ausdauer überhaupt nicht gut. Da kann ich überhaupt nicht gescheit laufen. Ich sag, man kann in dem Spiel leider nicht schlafen gehen. Sonst soll ich jetzt pennen und dann passt. Nicht zurück, weil in 5 Minuten, in 2 Minuten ist wieder auf alles hell oder so. Ha, hier. Die da rein gleich. Dann haben wir eine Kiste. Nö. Nehmen wir das mit. Ja, wir sehen jetzt, größtenteils verbrauche ich eigentlich Holz, somit werden die Kisten nicht leer. Aber jetzt sind alle Kisten voll und ich habe nach wie vor überhaupt kein viel crafted oder mit. Mein Inventar ist nach wie vor ziemlich leer. Müsste aber eigentlich fast mal daher. Das ist aus zwei noch mit. Mal was essen kurz. Nein, ich kann überhaupt nicht mehr sprinten. Ich denke, ich muss mal leider, ob ich will oder nicht, Feuer anheizen. Kann ich das Zeug droppen? Ja. Auch drauf. Ich muss mich jetzt mal kurz trocknen, sonst wird das nichts. Deswegen habe ich euch auch gesagt, schaut's, das werden wir da reingeben. Deswegen alles, was ich da brauche, dann schaut's, dass ihr immer genug Holz habt. Das wird der Ausdauer, finde ich blöd. Drink water, sit or sleep? Wie kann man sitzen?
mit C. Dann sitzen wir mal gemütlich am Lagerfeuer. Es wäre fast schon irgendwie gemütlich, wenn ich nicht da in der Arktik wäre und erfrieren wird bald. Kann ich das Essen eigentlich ewig ablegen oder wird das kaputt? Ist jetzt wie langsam das hochgeht. Das Spiel ist schon darauf ausgelegt, dass man da wirklich eine Weile lang sich verloren fühlt. Macht aber eigentlich nichts. Ich finde es gar nicht so. Ich finde das gar nicht so schlecht, wenn es mal ein bisschen anspruchsvoller ist. Aber ich muss da gleich probieren, ein Haus bauen. Ich weiß nicht, ob ich es in dem Part schaffe oder im nächsten. Aber das ist das lang. Aber wenigstens kann ich dann lang pennen in der Nacht, das passt. Schauen sich ein paar Kisten an, dann pennen wir. Ich denke mal, der Wind, wenn ich den Wind nicht mehr so als hätte, da der mich da anblasst die ganze Zeit, dann bin ich auch schon besser dran. Meiner Meinung nach brauche ich dann nur einiges. Betonung auf einiges an Holz, wenn ich für 10 Holzbretter eine Wand oder so hinkriege. Ich glaube, einzelne Dinge sind eh 10. Sehr schön. Meine Nassheit geht weg. Meine Feuchtheit. Warte mal. Ich habe da unten kein Symbol gesehen von der Aufnahme. Jetzt wusste ich nicht, ob es überhaupt aufnimmt. So, passt. Mir geht's eigentlich jetzt gut. Jetzt gehen wir daher, trinken ein bisschen was. Angeblich auch gut für die Ausdauer. Oder auch nicht. Stopp, sonst wird mir kalt. Sehr gut. Rennen wir mal. Nein, die Richtung kennen wir schon. Holen wir sich noch ein paar Sachen. Bevor es dann spät ist. Wir brauchen noch sowas da. Die, weiß ich nicht mehr, was geheißen haben. Wir brauchen noch 2 Ropes, also wir brauchen noch 7 solche Teile, diese andere Hammer. Da war ja nichts drin, was ich brauchen kann. Die Bücher hier kann man nebenbei verbrennen. Habe ich hier schon erwähnt, aber ich sag's nur nochmal. Ein Holzbrett rum. Wie gesagt, die sind eh eher die Mangelware. Vielleicht kommt es euch so vor, wie das ein Blödsinn ist, was ich erzähle, dass sie keine Mangelware sind, aber ihr müsst rechnen, ihr verheizt irrsinnig viel von dem Zeug. Alleine schon, dass euch nicht kalt wird. Das ist einfach ziemlich viel, was dann schon abgeht. Vor allem, wenn man 10 fürs Haus bauen braucht, pro Wand, Boden, WWI. So, craft man noch eins. Zack. Und Armor geht's noch. Fehlen noch 3 solche Teile. Rest brauche ich jetzt nicht. Könnte ich aber mitnehmen, falls ich da nichts finde. Da wird schon wieder Nacht. Leckt mich doch. Muss ich mich jetzt aber ein bisschen sputen. Und wir könnten es aber auch versuchen. Kann ich nur throwen? Könnten auch mal versuchen, wie das mit der Lampe geht. Spiegelt sogar. Kann ich was carryen sogar? Ja, sehr schön. So. Da war nichts drin, das ich noch brauchen kann. Ah, die Nordlichter sind schön. Das haben schon cool gemacht. Kiste! Kiste, Kiste!
komm schon. Drei von denen. Drei von denen. Arsch mit Ohren. Wenn es jetzt noch Viecher auch gäbe, wäre das so vollkommen unheimlich, weil jetzt fühlt man sich so, ich fühle mich da eigentlich gerade sicher, weil ich weiß, da gibt's nichts. Das ist der Vorteil, wenn man alleine auf so einer Mini-Insel sitzt. Man kennt jede Ecke und weiß auch was, wo was ist, aber na, da manchmal gar nicht so, wenn da jetzt noch Tiere und so wären, puhu, Eisbären, vielleicht gibt es auf der anderen Insel welche, wenn nicht, fügt das vielleicht ein. Der arbeitet wirklich fleißig dran, also er bringt regelmäßig Patches. Sinnvolle Patches, auch fürs Bauen ist im letzten was kommen. Komm schon. Ach Gott, wieder nicht. Ja, no space. Fuck you. Fuck you. Dann. So dämlich, dass man das so übereinander machen muss. Aha. Okay, die nehmen wir mit. Große Kiste, viel Storage. Das heißt, das, was ich gemeint habe, nicht alle gleich zerreißen. Könnte sein, dass man die noch braucht. Könnte auch sein, dass die Musik jetzt ein bisschen unheimlich wird gerade. Und da gerade an meinem Base-Teil vorbeigrennt, glaube ich. Nein. Wenn ich weiß, dass... Scheiße, ich finde meine Base nicht. I hear something. Toll! Das ist genau das, was ich jetzt hören wollte. Hier am Strand entlang, dann war hier irgendwo das Trinkflascherl. Ah ja, hier. Ah, da bin ich. Da. So, und jetzt kriege ich dann doch etwas Angst. Die Musik tut ihr Übriges. Dann ein Feuer anmachen. Die Lampe geht dann, wenn man sie viel verwendet, doch recht zügig runter. So, also wir haben jetzt 5 von denen, das brauchen wir dann noch. Auch nochmal 15 von denen, das haben wir auch. Die haben wir auch, das weiß ich. Und 10 Glue. Fehlen noch ein paar. Und mal da rein. Haben wir ja gerade mitgebracht. Nicht weg. Ja, bleib da. Komm schon, gib mir, was ich brauche. Ja, 3. Ich brauche noch viel mehr. Nochmal 2. Noch mehr. Ja, damit. Komm. Komm. Stapeln wir gleich mal. Komm schon. Da ist doch noch was drin. Haben wir noch 1, 2, 3 raus. Nö. Mist. Mit den 10 Glue. Hey, ich kenne mal die Glue und die da, die Rag. Das Gute an der Sache, ich bin relativ müde. Das heißt, wenn ich das jetzt nachfülle, haben wir noch Holz da. Toll, es beginnt zu regnen. So. So, so, so. Wie viele Stunden Schlaf brauche ich denn? 4, 5 eigentlich nur. Das reicht. Start Sleep! Jetzt müssen wir kurz warten. Dann schauen wir sich das alles an. Dann renne ich wahrscheinlich noch eine Runde, aber ich. Wisst ihr was? Ich erspare ich das. Ich werde jetzt fertig schlafen, dann renne ich eine Runde, bis ich die Mats für den Rucksack fertig habe und dann schalte ich wieder die Aufnahme wieder an, im nächsten, für den nächsten Part.
Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hilft. Falls ihr eine Frage zu dem Spiel habt oder wenn ihr mehr davon sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. In the description down below, wie die meisten sagen. Und Abo hämmern, Glocke hämmern, dann verpasst ihr keinen Part, wenn es weitergeht mit Arctic Anxiety. In dem Sinne, mit einem schönen Sonnenaufgang, wo die Sonne, glaube ich, stockt. Ja. Warum sie das tut, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Okay, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Schaut wieder rein und ciao.